Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ich bin hier in legerer Montur, habe meine ganzen Sportsachen dabei, weil ich habe einen Gast hier. Da. Hallo Jörg. Hi. Ich habe mich extra schick gemacht. Ja, ich merke schon. Das ist, guckt euch mal an hier. Ne? Das sind hier so Man in Black und Man in Black mit Weiß. We come the Man in Black. Wow. Wir gehen jetzt gleich boxen. Das ist ja heute unser Video. Profiboxer macht Unternehmer platt. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch einen lustigeren Titel finden, aber so in der Art wird es sein. Wir haben auch dort einen Podcast aufgenommen. Wenn ihr das Video seht, dann müsste der auch schon online sein. Hört mal rein, war wirklich sehr spannend. Ich glaube, da ist einiges an Input rausgekommen. Und wir fahren jetzt nach Ingolstadt in seinen, was möchtest du hören, wie es heißt? Gym. Ich sage mal Gym. Boxstudio, whatever. Und dazwischen werden wir die erste Fahrt mit Rocket und mir im Brutus machen. Und was ich auch wieder geil finde, wenn das Video aufgenommen wird, wisst ihr noch gar nicht, dass der Brutus heißt. Ich kann aber über Brutus reden. Wahnsinn. So, da sind wir im Brutus, ne? Für alle, die nicht genau wissen, was um alles in der Welt Brutus ist, guckt euch mal das Video an, wo wir dieses kleine Autochen hier abgeholt haben. Da habe ich ja gesagt, ihr sollt euch einen Namen ausdenken und auf Instagram ist dann abgestimmt worden, jetzt heißt der Brutus. Ich finde Brutus aber gar nicht so schlecht. Das Geile war gerade, wir haben ja einen Podcast aufgenommen und du merkst, also ich merke bei Menschen relativ zügig, ob sie was zu erzählen haben oder ob sie nur Scheiße labern. Was laberst du? Weil Daran hat schon was zu erzählen. Also der ist ja als Fighter, Muay Thai Profi-Fighter, zum Unternehmer geworden. Und die Geschichte dazu und was er vor allem mitgenommen hat, was er adaptiert hat auch in die Richtung, da hört euch mal den Podcast dazu an. Da war richtig viel Energie in der Luft. Also ich glaube, das wird ein geiler Podcast. Kann ich ja noch nicht sagen, weil wir haben ihn ja vor 5 Minuten erst aufgenommen. Aber jetzt fahren wir mal zu seinem Gym, wie ich liebevoll dazu sag. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also er hat sich vorgenommen, dass ich schwitzend, keuchend und stampfend aus diesem Ding rausgehe. Ihr seid übrigens live dabei bei der ersten Fahrt mit Rocket im Brutus, weil bisher bin ich immer alleine gefahren mit Holger. Heute fährt kein Holger, sondern heute fährt Herr Nöckel. Und Rocket ist da. Hier. Ja, erste Fahrt. Rocket, was sagst du so? Sehr bequem. Sehr bequem. Was sagt man zu einem LKW? Überwältigend ja. Bequem. Ja. So kürze ich das ja auch. Also Mercedes hat einigermaßen funktioniert, was er gebaut hat. Das ist eines der größten Komplimente, das ihr kriegen könnt. Wollte ich nur mal so nebenbei erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal aufgeregt war, als ich zum Training gegangen bin. Aber ich muss euch ehrlich sagen, so ein bisschen macht mein Herz gerade bum bum bum. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, weil es ist draußen arschkalt. Wenn ich reden könnte, würde ich jetzt eine Einleitung machen, aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich noch Luft habe für die nächste Stunde. Deswegen, Herr Nöckel, Frage raus und weiter geht's. Ich schwitze. Frage Nummer 1. Wir haben es jetzt hinbekommen, da zu stehen, wo Sie jetzt stehen. Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Du zuerst. Ich bin losgelaufen. Geil. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Und ich habe nicht aufgehört. Immer weitergemacht. Egal wie oft man fällt, trotzdem aufstehen, weitermachen. No more words we need. Das war Englisch! Haben Sie einen Tipp, um als zurückhaltende Person kommunikativer zu werden? Oh Gott. Ich glaube erstmal. Schwierige wenn man Frage. Weiß, ja, wenn man weiß, dass die anderen auch eigentlich, wie soll ich sagen, unsicher sind, dann ist es, glaube ich, schon so unser bester Tipp, einfach mal zugehen auf andere. Alle haben Angst vor Kommunikation. Alle haben Angst. Das ist echt immer so eine Hürde. Und ich glaube, wenn man anfängt, das ist auch so ein, würde ich sagen, dann ist das Eis schon mal gebrochen und dann geht es ja los. Genau. Ein Hallo. Geh auf die hübscheste Frau, den hübschesten Mann zu. Einfach anquatschen, der hat genauso viel Schiss wie du. Ich glaube, ihr habt gesabbert. Ja. Egal. Musik
zweite Frage, wie geht man mit Niederlagen um? Ich gerade eben, ich atme. Also bei mir war es immer so, ich habe die komplett ausgeblendet. Mein Ziel war immer Fokus, Weltmeister zu werden, und wenn mal was dazwischen kam, dann muss man es halt einfach akzeptieren und weitermachen. Aber ja, nicht die ganze Zeit drauf zu schreiben und sagen, oh, ich habe verloren und was mache ich jetzt und so weiter. Die Welt bricht nicht zusammen. Man muss quasi aus den Gegebenheiten statt einer Mauer Windmühlen bauen. Sterben und die, die nicht weitermachen. Niederlage ist nicht schlimm, daraus lernen, Gas geben, weitermachen, weiter geht's. Weiter geht's. Vorletzte Frage, als Unternehmer recht wichtig. Wenn der Kopf voller Ideen ist, wie ordnet man das Chaos da oben wieder, um voranzukommen? Ich habe angefangen, Dinge aufzuschreiben. Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich nachts am meisten arbeite. Also mein Kopf, ich kann fast oder will gar nicht schlafen manchmal. Aber ich schreibe jetzt einfach die Ideen auf und dann mit natürlich dem Ziel, sie auch umzusetzen. Weil die meisten Ideen bringen nichts, wenn man sie nicht umsetzt. Delegieren. Wenn du gute Ideen hast, also erst aufschreiben. Selektieren, was kannst du selber. Selektieren, was können andere für dich. Und dann Menschen suchen, die mitziehen. Und ich habe schon wieder gespuckt. Nein, Wahnsinn. Es ist Sache in meinem Mund durch. Das geht ja nicht. Die schwerste Frage der Zuschauer zum Schluss. Aha. Was ist Ihr Lieblingsessen? Steak. Ich bin ja voll der Fleischesser. Bin natürlich ein bisschen zurückgegangen. Also versuchst du nicht mehr so viel, aber dein gutes Fleisch. Vegane Bolognese von meiner Frau. Bist du vegan? Ja. Also vegetarisch, ja. Vegan nur, wenn meine Frau dabei ist. Also wir haben heute echt viele Gemeinsamkeiten entdeckt, aber hässlich. Das heißt immer in getrennten Restaurants irgendwo. Es gibt immer Gemüse. Gemüse und Pommes. Ja. Das geht immer. Krasser Typ. Also nicht bloß, weil er hinter mir sitzt und ich Angst vor ihm habe. Nee, Spaß. Also zum einen krasse Fokussierung. Er kann genau einschätzen, wie eine Person tickt, und er fordert Personen. Das finde ich geil. Also jetzt waren zwei, drei Schläge, die waren schon härter. Aber er hat genau gewusst, wie weit er gehen kann, und vor allem ist es halt auch fordernd. Also ich finde es geil, wenn du gefordert wirst und auch deine Grenzen halt auslotest. Und daran hat es verdammt gut im Griff. Also es geht mit dem Teufel zu, wenn ein Unternehmertum nicht genauso erfolgreich ist wie beim Boxen oder Muay Thai oder Totmachen von Unternehmern oder was auch immer. Ja, Jörg ist das, was er verspricht. Also ich habe im Vorfeld so einen kleinen Check gemacht und habe mir gedacht, okay, ist denn da wirklich so viel dahinter? Und man merkt es im Training, dass er einen unwahrscheinlichen Biss hat. Und natürlich stellt er sich auch auf die Situation ein. Das zeichnet auch einen Unternehmer aus. Ja, natürlich freue ich mich, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich bin gespannt, was in Zukunft wird. Er hat den Datencheck oder den Gesamtcheck bestanden, dass er das, was er verkörpern möchte, auch ist. Und das finde ich immer gut, weil die meisten sind Dampfbladerer und ja, Jörg ist es definitiv nicht. Rock'n'Roll, ihr Affen! Okay. Für alle, die genau wissen, was jetzt passiert, man reiche mir die Glocke, die ich immer vergesse, kriege ich hier nämlich direkt präsentiert. Schotter! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also Dardan hat alles gegeben. Bei mir war es zu viel. denkt dran, kommentieren, ne? Glocke, die ich immer vergesse. Folgen nach Möglichkeit, das wäre auch ganz witzig. Und Dardan, ich sag mal, danke, war richtig geil. War echt super. Bis zum nächsten Video. Denk dran, Montag 18 Uhr und so. Boah, der Typ ist so krass, ne? Wie ich es vorhin schon gesagt habe, also der kann echt richtig gut einschätzen, wie man selber tickt. Das ist eins. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, wirklich Sport zu machen, auch für Unternehmertum, was ich heute mitnehmen konnte, auch so für mich selber. Und ich glaube, dass ich jetzt einigermaßen gut unterwegs bin. War schon wieder heavy. Also es hat richtig Spaß gemacht, war cool. Dardan, danke nochmal. Und an euch, alle, die noch keinen Sport, Kampfsport, Crossfit, was der Geil was machen, von mir aus Ballett, ist völlig wurscht. Hauptsache ihr bewegt euch und beschäftigt euch mal mit eurem Körper und mit dem, was der Kopf dahinter macht.
in dem Sinne. Ich sollte jetzt was Lustiges sagen, wurde aber nicht lustig, wurde Mindset-Thema.